Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. So, wir müssen zum Abbaudeck. Aber erstmal fahren wir hoch zur Monorail-Station. Ja, zum Abbaudeck. Das Schiff scheint endlich wieder stabil zu sein. Ich habe uns. Ich habe immer Angst. Hier in den Gängen. Monorail-Station, da sollen wir ja, glaube ich, auch hin. Ja, hier sollen wir hin. Kapitel 6. Gefahr für die Umwelt. Abgeschlossen. Einmal Fortschritt speichern. Kapitel 7. Ins Leere. Ja, der Bereich da sieht jetzt schon wieder deutlich größer aus. Na, wunderbar. Je kleiner das Gebiet ist, desto weniger ist da meistens. Oh, was soll das denn immer? Sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Ich auch nicht. Immerhin ist hier ein Energieknoten. Rig-Raum. Ist das der Safe-Raum? Wo nichts Böses passiert? Ich gehe jetzt mal davon aus. Brauchen wir hier auch nicht dauerhaft zielen. Werkbank. Plasma-Cutter und dann gehen wir jetzt entweder. Okay, nee, lohnt sich doch. Wir haben ja sogar drei davon, denn Kapazität, Schaden und Tempo. Vielleicht. Lohnt sich das? Wir machen schnelleres Nachladen. Das hat sich doch gelohnt. 16 Schuss haben wir nun. Wir laden schneller nach. Und machen jetzt mit der Waffe den höchsten Schaden. Also der höchste Schaden, der mit dieser Waffe möglich ist. Vermute ich mal. Ich habe da zumindest jetzt nichts Neues noch gesehen. Also nichts, womit wir noch höher gehen könnten. Musste das sein? Jetzt habe ich Angst. Auch wenn wir hier noch in diesem Raum sind, habe ich jetzt Angst davor, vor diesem Raum. Obwohl ich eigentlich weiß, dass hier nichts passiert. Ich nehme lieber die Heilung mit. Haben wir zwar genug, aber trotzdem. So, haben wir vielleicht jetzt schon automatisch Anzug Level 4 freigeschaltet? Wäre sehr schön. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ah, Inventar voll. Ich hoffe mal, wir sind daran noch nicht vorbeigelaufen. An Anzug Level 5.
Welchen Anzug brauchen wir? Ne, Level 4 brauchen wir, glaube ich. Ja doch, oder brauchen wir schon Level 5? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren wir gerade nicht hoch? Eigentlich will ich da jetzt gar nicht runterfahren. Da scheint ja irgendwas zu sein. Aus irgendeinem Grund ist das Schürfunterdeck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Leg dich mal dahin. Da bist du sicher. Der Rest von dir zumindest. Oh. Wo müssen wir denn hin? Ach, da. Bearbeitung, Wartung. Wobei. In welches Deck müssen wir? Steht das hier irgendwo? Sender anbringen. Nee. Nein, nicht in Wartung jetzt. Ach, verdammt. Oh. Oh, wo bist du? Aua, ich sehe nichts. Aua, weg von mir. Beide. Aua, der hat mir ein bisschen Schaden gemacht. Das war's mit Sicherheit noch nicht. Der sah ein bisschen größer aus. Jetzt habe ich mich davor erschrocken, dass ich dem hier das Bein ausgerissen habe. Wir sind ja falsch, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Fahren wir ein Deck A hoch. Ich wollte eigentlich auch gar nicht ganz unten. Oh, was passiert denn mit dir? So. Deck A ist ganz oben. Deck A, da kommen wir her. Jetzt verstehe ich. Deck C ist das, wo wir hin müssen. Das verstehe ich jetzt erst. Okay. Deck B. Dann ist das der Ort, wo wir hin müssen. Oh. Deck B war... Ups, was habe ich denn da jetzt? Oh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Verschwindet, warum ist der Audiolog schon beendet? Ja, zurück mit dir. Wie viele kommen denn da? Ah, runter von mir! Runter, alle runter! Ich bin tot, ich bin sowas von tot, ich bin sowas von tot. Warum kamen da jetzt 1000 von diesen Viechern raus? Waren doch sonst immer deutlich weniger. Warum waren da so viele Gegner? Naja, ich nehme jetzt eine stärkere Waffe. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass eine ganze Armee auf uns wartet. Hier Tempo, ich habe Elizabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich, wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein.
Kanonen. Oh, verdammt, lass mich mal ganz kurz nachladen. Oh, Auszeit. Oh, runter von mir. Runter, runter, runter. Nimm die Dinger weg. Ja, das tat weh. Wie viel Munition haben wir dafür noch? Das war sehr viel Munition, die wir dafür gerade verbraucht haben. Okay, da hier finden wir direkt wieder neue Munition dafür. Credits. Wollte ihn aus seinem Stuhl heben, der dreht sich hier direkt um. Weg damit. Okay, wir speichern hier mal. Mineralienverarbeitung. Ich will nicht. Ja, danke Tür. Danke fürs Öffnen. Der wird doch explodieren. Achso, diese matschigen Geräusche kommen, weil ich den da die ganze Zeit trete. Oh, gut explodiert. Oh, der hat ja nicht so viel ausgehalten. Nur um sicher zu gehen. Hier ist ein Shop. Können wir nichts dran machen? Wie viel Munition habe ich noch? Für den Plasma? Ach, okay, ist genug. Noch. Die Feuerlöscher explodieren nicht. Hier ist irgendwas Großes durchlaufen. Wann habe ich denn das eingesammelt? Okay, da kommen wir noch nicht dran. Okay, hier ist irgendwas gro... Nee, hier, nein, doch nicht. Hier ist nichts Großes durchgelaufen. Hier ist was eingeschlagen. Die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken daraus sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinesewaffe in den Schwerkraftstrahl befördern. Naja, machen wir. Ich dachte gerade, er verfolgt sich mit meinem Kopf. Mit seinem Kopf. Ja, er verfolgt mich mit meinem eigenen Kopf. Natürlich ist das zu weit weg. Gefahr? Anomalie zerstört. Ach so. Kommt das her? Ach, da unten. Wieder oben mal schön wieder rein. Ich hab da nichts von mir gehört. Ich hasse es, wenn ich sie höre, aber nicht sehe. Natürlich komme ich da nicht dran.
Ah, falsch. Pack den Kopf weg. Hier sind irgendwo noch welche rausgekommen, aber ich weiß nicht wo. Zerstören wir mal kurz das nächste hier. Anomalie zerstört. Widerlich. Verschwinde. Geht dahin zurück, wo er herkommt. Ich habe zwar keine Ahnung, wo er herkommt, aber verschwindet. Was passiert, wenn ich euch da eigentlich reinwerf? Oh, die sind weg. Na gut. Irgendwie macht das Spaß, da Sachen reinzuwerfen. Erinnerung: Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Erinnerung, lieber. Richtig unnötig. Und das kann ich mir, das kann sogar ich mir merken. Anomalie zerstört. Das Geräusch hat mir überhaupt nicht gefallen. Erinnerung. Vor dem ich brauche die Erinnerung nicht. Muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Hör auf zu reden, bitte. So, alles ist zerstört. Alle freischwebenden Anomalien zerstört. Schwerkraft. Erinnerung. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. So, öffnen wir da. Ah, toll. Und nun? Erinnerung. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Wo stelle ich die denn eigentlich wieder her? So. Ach, dort vorne wahrscheinlich. Dann machen wir das doch schnell mal. Ja gut, hätten wir mal nicht alle Energieknoten ausgegeben, ich habe das ja schon gesehen. Und wir wissen ja auch, was dahinter ist. Wir haben nämlich keinen, leider. Schwerkraft wiederhergestellt. Zugang zum Kontrollraum erteilt. Gehen wir mal etwas schneller in die Richtung. Verschwindet. Ach nö. Aber egal, mir egal. Ich lebe noch. Ist zwar nicht so schön. Lieber einmal ganz kurz explodieren, als dass ich dem da zu nahe komme. Ja, komm auf mich. Nee.
Ja, das war einiges an Munition. Und auch an Heilung. Wir gehen kurz mal zurück und sammeln hier alles ein, weil das benötigen wir jetzt. Und dann in den Kontrollraum und hoffentlich kann man das speichern. Ich sehe hier nichts zum Speichern. Gar nicht gut. Das muss der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker aus dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Energieknoten? Ach, wir gehen dafür jetzt nicht, glaube ich, noch nicht extra noch zurück. Oder? Wir gehen zurück. Wir gehen nicht zurück, wir gehen weiter. Ach, wir brauchen gar nicht zurückgehen. Jetzt sind wir wieder hier. Könnte man hier vorne nicht irgendwo speichern? Nein, hier war nur der Shop. Es war genau über uns. Genau über uns war irgendwas. Und hat den Luftschacht zerstört. Hier oben links konnte man speichern. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Klappe halten. Vielen Dank. Ich muss hier alles hören. Und diese Stimme stört dabei. So, hier beende ich dann jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.